Und weg ist der Kopf. Hallo ihr alten Gesichtsmologie, hier ist der Soulskinner mit einer neuen Folge Soulskinner TV mit meinem kleinen Fazitvideo. Und dazu möchte ich jetzt kurz mal einiges erzählen oder ein bisschen was zumindest. Ich habe 18 Minuten Zeit, wenn ich das Video nicht vollkriege mit meinem Geschwafel, lasse ich es einfach weiterlaufen. Ihr könnt dann ausschalten oder nicht, ist mir titte. So, jetzt hole ich mir erstmal ein Bier hier. Holy shit, that's pretty good. Ja, ihr seht hier ein Gameplay von mir erstellt. Ich glaube, es ist ein bisschen Kapitel XYZ, was weiß ich, was für ein Scheiß. Auf jeden Fall kann man da ganz gut sehen, wie die Spielmechanik von Wolfenstein im Allgemeinen so ein bisschen aufgebaut ist, weil so sind viele Level aufgebaut. Also ein bisschen sneaky, ein bisschen so schleichen, so solid-mäßig und dann auch wieder Rambo-mäßig voll auf die Fresse. Ihr könnt euch das so ein bisschen aussuchen bei Wolfenstein, finde ich ganz cool, ganz geil. Aufgeteilt ist es hier in Areal jetzt zum Beispiel. Schaut es euch selber an, ihr seid ja nicht doof, ja, ihr schaut ja nicht das erste Mal irgendein Let's Play an. Tja, jetzt kommt die Frage, warum trinke ich wieder Bier? Das ist die erste Frage, einfach weil ich es kann. Und die zweite Frage ist, warum mache ich keine Serie? Das bin ich von mehreren Leuten gefragt worden, warum möchten die Spiele komplett durch und so. Ja, ganz einfach, erstens mal bin ich kein Hartz-IVler, der den ganzen Tag auf dem Sofa rumgammelt irgendwie und sich die Eier grault, sondern ich tue was für meine Zukunft, beziehungsweise für die Zukunft meines Kindes und arbeite, bis ich freck. Ja, ich arbeite fleißig und deswegen Rente und so, ihr wisst dasselbe, wie es ist. Auf jeden Fall gehe ich arbeiten und deswegen habe ich nicht so viel Zeit, hier den ganzen Tag irgendwie Videos zu machen. Ich würde es zwar gern, aber das kann ich erst machen, wenn ich über YouTube hier irgendwie Geld verdienen würde und das wird nie passieren, deswegen mache ich es auch nicht. Ja, es kann sein, dass ich öfters jetzt im Video rülps, weil das Bier, merke ich gerade, schäumt extrem. Es kann also sein, dass ich euch hier Koppele ins Mikro lasse, aber das ist mir ehrlich gesagt auch egal. So, zu dem kleinen Mini-Fazit und, erstmal will ich erklären, auch teilweise, warum ich jetzt hier euch sage, ja, ich mache auch keine Videos mehr in Zukunft. Das hat nicht nur mit Zeit zu tun, natürlich auch, und auch nicht an meiner Faulheit, was natürlich auch der Fall ist, dass ich faul bin, aber ist ja wurscht, sondern es liegt hauptsächlich auch daran, dass ich will, dass ihr Lappen in den Laden geht und euch das Spiel kauft. Ist doch klar. Hey Leute, wer schaut anderen Leuten beim Zocken zu? Ein Offline-Game, wenn er es selber kaufen kann. Wer ist denn so dumm und schaut sich's vorher an und spoilert sich durch? Hey Leute, bitte. Also ich verstehe manche Leute wirklich nicht. Wenn ich YouTuber anschaue, ne? Also wenn ich persönlich anderen YouTubern deren Videos angucke, jetzt habe ich es grammatikalisch richtig, dann mache ich das aus folgenden Gründen. Erstens, ich will irgendwie irgendein Tutorial haben, wie bei Mashed 8 oder Level Cap oder was weiß ich. Die sind richtig cool. Da kann man viel lernen, weil die Jungs einfach auch Skill haben. Ist so. Oder ich will FIFA Skill Moves und guck da Videos an und so einen Scheiß drin. Ihr wisst ja selber, was Sache ist. Oder ich will mir gut gemachte Tests anschauen, wo wir wieder bei dem Hartz-IV-Effekt sind. Beziehungsweise bei dem ich arbeite für, also ich verdiene mein Geld damit, dann geht es. Aber ansonsten kann ich jetzt nicht hier das ganze Spiel durchspielen, die besten Szenen rausschneiden. Ich bin doch nicht euer Yogi, was geht denn ab? Das kannst du vergessen, Mann, hey. Also so leicht machen wir es euch nicht. Nein, also das ist das. Gerade solche Games wie jetzt hier Wolfenstein, die muss jeder für sich selber durchspielen, das ist einfach so. Es hat ja leider keinen Multiplayer, deswegen nur auf den Singleplayer fixiert. Aber echt, ganz klarer Fall, Leute. Kauft euch das Spiel selber und zockt's durch. Jetzt bin ich halt bei meinem Fazit wieder. Das ist irgendwie scheiße. Irgendwie muss ich mir das Ganze mal aufschreiben, wie ich hier labere. Weil ich labere irgendwie komplett durcheinander. Das ist irgendwie. Das ist. Nee, es ist unentspannt. Es ist Sonntag, ihr müsst mir auch vergeben. Ich will auch mal ein bisschen, dass ich geistig irgendwie wie ein zusammengeschrotteter Trabi bin momentan, ist auch klar, aber weil ich nehme mal ein Stück Bier, dann geht's wieder. Warte jetzt ab. Warte jetzt ab. Es geht geil. Oh, geil. Es gibt nichts Besseres wie Bier und ein Let's Play dabei kommentieren. Es ist echt geil. Es ist richtig cool. Es macht mich richtig high. Ja, weiter zum weiteren Text. Ich habe mir jetzt hier, ihr seht jetzt im zweiten Video, also nochmal kurz zusammengefasst für die, die es nicht wissen. Ich habe ein erstes Video gemacht. Das war die AT-Version, dann habe ich mir die US-Version geholt. Und jetzt, Leute, die Lauscher weit aufgespannt und zwar so weit wie es geht, am besten wie die Parabolantenne für bei fehlerhafter Übertragung bei Battlefield. Solche Lauscher müsst ihr jetzt haben. Holt euch bitte die amerikanische Version. Seid nicht zu dumm und hört auf mein Geschwätz im letzten Teil von dem Wolfenstein Let's Play. Ich habe gesagt, oh ja, das sind ein paar Hakenkreuze weniger und so. Bullshit.
Es liegt nicht nur an den Hakenkreuzen, Leute, sondern das Ganze, ja, ich weiß nicht, die ganze Synchro ist einfach in der US-Version 50 Trilliarden mal besser wie in der verschissenen deutschen Version. Ich weiß nicht, was die Leute machen. Haben die da irgendwie Horst, weil ich würde ja verstehen, wenn sie Harald Junke oder Horst Tappert irgendwie synchronisieren lassen hätten, weil die gibt's ja nicht mehr, die sind ja schon kalt und liegen unter der Erde. Aber ist ja wurscht. Aber solche Mimosen irgendwie oder solche Langsamsprecher, was weiß ich was, ich weiß nicht, die bringen kein Feeling rüber, die bringen keine Emotionen rüber, die bringen auch das Deutsche, das böse Deutsche, weißt du, das aggressive Deutsche, so wie bei Iron Sky oder so, weißt du, so richtig Assi-Deutsch, das kriegen die nicht hin. Das schaffen die nicht. Die kriegen irgendwie so immer so ein richtig steriles, richtig mongoloides, steriles Arschloch-Deutsch dahin, weißt du, wie bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder Unter uns oder, ja genau, Richterin Barbara Salisch, das ist das beste Beispiel, da reden auch immer die Laienschauspieler so richtig asozial. Wo holen die Typen die, wo holen die Sprechleute eigentlich? Die von der deutschen Synchro, ich kann es nicht nachvollziehen. Du hörst dir die amerikanische Version an, da sprechen die Deutschen richtig geil. Mit Dialekt teilweise so, ein bisschen teilweise Ösi-Dialekt, dann teilweise wieder bayerischer Dialekt, dann labern sie irgendeinen hochdeutschen Dialekt, dann versuchen sie wieder Englisch zu reden, was überhaupt gar nicht funktioniert, weil der Akzent so assi ist, dass ich selber lachen musste dabei. Also hey, so geil die Umsetzung US, so geil. Und es liegt nicht nur an den Hakenkreuzen, wobei ich einfach sagen muss, dass die Hakenkreuze schon für mich zumindest, jetzt nicht der Thematik wegen, aber ja, teilweise schon der Thematik deshalb, weil es halt düster und dunkel ist und das passt einfach zu Wolfenstein. Das ist Wolfenstein. Wolfenstein ohne die Thematik vom Dritten Reich ist kein Wolfenstein. Das ist irgendein Abklatsch, das ist Bullshit, Mann. Holt euch die US-Version. Ich sag's euch nochmal. Und wenn ihr sie nicht holt, das ist so, als ob ihr nur mit einem Ei vögelt. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist Bullshit. Das macht man einfach nicht. Also holt euch die verfickte US-Version. Zahlt 10 Euro mehr eurem Importhändler. Drückt's in die Hand und sagt, geh im Puff dafür oder lasst da Cola raus oder was weiß ich. Aber gib mir die US-Version. Ja, so viel sei gesagt zu der Versionen-Thematik. Synchro besser. Gameplay finde ich irgendwie cooler einfach, das Setting ist viel besser, US-Version deutlich die Nase vorn. Punkt. Diskussion beendet. Biertime. Trink jetzt wieder einen Schluck, schaut kurz dazu und ich trinke derweil und überleg mir meine nächsten Sätze. Oh, ist das geil. Also, ich weiß nicht, ich trinke hier Landsknecht, Wallerstein und Landsknecht. Ich weiß nicht, viele von euch kennen das wahrscheinlich. Ich habe jetzt ein paar Abonnenten, schon sind, glaube ich, 70 oder so. Und davon kommt vielleicht ein minimaler Prozentsatz hier aus meiner Gegend. Wenn ihr dieses Bier trinkt, dann kriegt ihr dicke Hoden, das sage ich euch. So, weiter im Text. Und zwar zu meinem allgemeinen Fazit zu dem Game jetzt. Ihr wisst selber, es ist immer subjektiv. Und das werde ich öfters machen jetzt. Bei so Offline-Titeln werde ich solche Fazit-Videos öfters bringen. Sprich, ich werde Videos machen, was weiß ich, die ersten 20 Minuten oder so. Und dann werde ich so Fazit-Videos machen. Was ich davon halte. Subjektiv natürlich. Das ist meine subjektive Meinung, aber die müsst ihr eigentlich den meisten Gamern von euch ungefähr. Ja, ungefähr dürfte gleich sein. Also eure Meinungen. Denn ich denke, die meisten Gamer ticken dann doch irgendwie gleich. Halbwegs zumindest. Ja, denke ich das mal. Ist mir auch wurscht. Wenn nicht, dann ist es mir auch Titte. So. Wolfenstein ist einer der besten Ego-Shooter seit langem. Das ist nicht übertrieben, das ist wahr und ich sag euch das aus reinem Gewissen. Es ist ein Titel, den ich so nicht erwartet hätte, denn das letzte Wolfenstein war absolute Crap. Das kam, glaube ich, auch für die 3er. Oh Gott, das ist schon lang her. Ich weiß noch, dass ich für die 2er Return to Castle Wolfenstein hatte. Ich glaube, für 3er war Wolfenstein, ja. Und das war wirklich ein richtiges Crap-Game. Das konntest du irgendwie an die Haustür nageln, so schlecht war das. Und hoffen, dass irgendjemand klaut. Aber nein, also konntest du vergessen. Und dieses Wolfenstein ist jetzt wieder, es verbindet viele alte Wolfenstein-Elemente mit neuen Sachen. Und das macht es nahezu, ich sag's nahezu, perfekt. Es macht unglaublich viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Es macht viel, viel Fun. Die Atmosphäre ist unglaublich dicht, richtig geil einfach. Das Setting ist so geil, weißt du, ja, ich weiß auch nicht, so, ja, Nazi-Empire und was weiß ich was mit modernen Waffen teilweise, mit Plasma und Scheiße und
leck mich am Fußnagel. Das ist richtig geil, das muss man sich reinziehen. Und jeder, der irgendwie gern Ego-Shooter spielt oder ja auch Leute, die der alten Schule angehören, da spreche ich jetzt zum Beispiel Big Rock an oder auch Knautschi, weißt du, Gamer, die ich kenne, von denen ich weiß, dass sie so ticken irgendwie. Die müssen dieses Spiel spielen, Leute, kauft euch das. Ey, bitte, Leute, ihr verpasst so viel. Das ist echt so geil, hä? Ja, es ist einfach von der Spielmechanik gut, von der Steuerung ist es gelungen. Es ist, man merkt einfach, dass ich Machine Games, heißt es, ich wüsste jetzt nicht falsch, Machine Games ist eigentlich mir auch vorher gar nichts gewesen, das Entwicklerstudio, hat mir gar nichts gesagt, meinte ich, bis jetzt, aber die Arbeit hier ist wirklich hervorragend, was die abgeliefert haben. Sie haben sich wirklich auf den Singleplayer konzentriert, das war sehr gut. Es ist natürlich schade, dass es keinen Multiplayer gibt, logisch, aber lieber habe ich ein Spiel, das im Offline-Modus oder beziehungsweise im Singleplayer-Modus richtig gut ist, anstatt ich vielleicht einen mittelmäßigen Multiplayer danach sogar habe und einen mittelmäßigen Singleplayer. Also dann habe ich lieber eine geile Story und das muss man sich vorstellen, sogar die Story ist in Wolfenstein wirklich gut. Also es macht auch Spaß, es ist irgendwie, ein bisschen Iron Sky technisch so, weißt du, Nazi-mäßig voll dabei, aber es macht einfach Spaß, das Spiel zu spielen und weiterzukommen. Und es ist halt das typische, ja, so ein richtiger, kerniger Ego-Shooter wieder. Einfach ein richtig cooler. Es fehlt die Gewalt nicht, es ist wieder Diskussionsbedarf da. Die einen Mimosen scheißen jetzt wieder auf den Tisch und sagen, oh mein Gott, das ist so brutal. Da fliegt der Kopf weg und oh, das ist so scheiße und das ist ja so schlimm und so. Lutscht meine Bälle, das Spiel ist geil. Egal, ob jetzt der Schädel explodiert oder nicht, das Spiel ist einfach cool. Weißt du, zum Setting passt, die Gewalt passt einfach in die Welt rein von Wolfenstein. Das ist so, die Welt ist so dreckig, das soll so dargestellt werden und da gehört einfach auch die pure Gewalt, die Gewalt eben da dazu, an das Regime, das passt einfach alles, es ist einfach alles geil. Ja, es ist so, Leute, ich krieg echt einen Harten, wenn ich das Game spiele, es ist wirklich richtig gut gelungen. Und das ist einfach mein Fazit. Grafik, okay. Kann man jetzt drüber streiten, ist vielleicht nicht unbedingt die beste, aber das geht innerhalb von 2 Sekunden euch am Arsch vorbei. Sie ist zweckmäßig gut. Ich würde im Schulnotensystem würde ich der Grafik eine 3+ geben. Wenn ich sogar fast andere 2- ankratzen lassen. Es ist teilweise die Lichteffekte recht cool und allem drum und dran. Aber es ist jetzt nicht die High-End-Grafik. Also da geht schon noch mehr auf der PS4 oder auch auf der Xbox One oder whatever. Da geht mehr, aber es ist geil. Es ist gut. So. Schluck Bier. Ausgeredet, Luft holen, überlegen, was ich als nächstes sage. Ich bin froh, dass ich auch wirklich in Bayern lebe. Wegen dem Bier. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Mich würde es richtig stören, wenn ihr irgendwo in der Walachei wohnen würdet, wo es kein vernünftiges Bier gibt. Das ist jetzt mein erstes Bier seit gestern Abend, scheiße. Ich war ja gestern auch noch weg. Egal, es ist auf jeden Fall das erste Bier heute und es macht Spaß. Ja, zu Wolfenstein nochmal zurückzukommen, jetzt ganz ehrlich und ganz ernst. Die Schleichpassagen machen unglaublich Spaß. Und mehr gibt's wirklich fast gar nicht mehr zu sagen, außer geht in den Laden und holt euch das Spiel. Ich sehe es auch so, wir geben unglaublich viel Geld für Battlefield aus zum Beispiel, wir kaufen Season Pass oder beziehungsweise Premium, stopfen den Leuten so viel Geld in den Anus und kriegen dafür teilweise wirklich Zeug, da habe ich ja auch schon in anderen Commentaries gesagt, das einfach nicht würdig ist, dem Spieler nicht würdig, was auch bei Battlefield, der Offline-Modus ist auch, ja, ist halt einfach... Ne, man spielt ihn halt einmal durch, dass er durch ist, dass man die Waffen hat und dann war es das auch schon. Hier ist es komplett anders, finde ich. Hier macht das Spiel mehr als nur Spaß einfach. Man merkt, es ist viel, viel Arbeit, viel Liebe zum Detail einfach, die Programmierung, das ganze Setting, wie gesagt. Und es ist wirklich, man hat sich Gedanken drüber gemacht und das finde ich einfach geil. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich kann euch nur die Empfehlung machen, wenn ihr für Leute, die auf Ego-Shooter stehen, allgemein auf Ego-Shooter, die auf abgefahrene Stories stehen und, Wolfenstein-Fans sowieso, die sollten sich dieses Spiel holen. Wer allerdings jetzt einen Realismus-Shooter erwartet oder sich denkt, ja, ich
ja, ich habe ein zartes Gemüt oder so, der kann getrost auch die Finger davon lassen. Es ist ein Offline-Spiel, wer nur Multiplayer-Spiele spielt, der kann auch hier die Finger davon lassen. Es ist ein reiner Singleplayer, schade, aber es ist nun mal so. Aber allein schon für die Story werdet ihr, werdet ihr dafür belohnt, dass ihr euch das Game eben holt. Und ich finde auch, dass man solchen Firmen wie Bethesda oder so, die sich wirklich, oder hier Machine Games jetzt, so viel Liebe in das Spiel stecken und so viel Arbeit in das Spiel stecken, die haben auch verdient, dass man mal eine Vollversion kauft. Ganz einfach, so sehe ich das. Wenn ich Spiele unterstützen will, dann in Zukunft auch, dann werde ich mehr solche Spiele unterstützen. Da kann man auch mal eine Vollversion kaufen, bin ich ganz ehrlich. Da gebt lieber das Geld mal sinnvoll aus, nimmt die 60 Euro und sagt, okay, ich hole mir jetzt die Version oder ich hole mir jetzt die US-Version von Wolfenstein, weil ich einfach auch ein bisschen, ja, die Firmen oder das jetzt ein bisschen unterstützen will. Und es ist ja auch gut für, ihr habt ja auch ein Doom 4 Beta-Key dabei und wenn Doom ansatzweise in die Richtung geht wie hier Wolfenstein, dann wird das der absolute Mega-Hammer. Dann wird das der Hit, dann wird das mehr als bloß geil, dann könnt ihr euch darauf freuen, dass uns mit Doom 4 wirklich ein Game erwartet, das wieder, ja, alle Erwartungen übertreffen wird, denke ich mal. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe da gar keine Bedenken. Wolfenstein hat in den internationalen Wertungen von den Zeitschriften durchgehend fast nur positive Bewertungen bekommen, muss man sagen. Und ich selbst kann das jetzt auch so bestätigen. Ich selbst würde das bestätigen. Ich habe nicht viel Negatives entdeckt oder nicht viel Negatives jetzt gefunden. Eigentlich jetzt so gar nichts. Also ich könnte jetzt nicht viel sagen, ab und zu vielleicht nur mal hängen bleibt, wenn man über irgendwas drüber springt oder so. Das ist aber sehr, sehr gering. Ja, wie gesagt, ich finde das Game sehr gut und hol's euch einfach. Ich lasse euch jetzt in Ruhe das Gameplay auch voll anschauen, weil ihr seht hier jetzt noch den Bossfight im Kleinen, den habe ich auch mit rein. Also das ist das Level, wo ich einfach ausgesucht habe für euch, weil das viel zeigt, auch im kleinen Bosskampf eben hier die zwei Mega-Roboter. Und ja, schaut euch das noch voll an. Von mir gibt es bald wieder was zu hören. Wie gesagt, nicht unbedingt Wolfenstein vielleicht, da habe ich aber noch ein kleines Present für euch, für die Wolfenstein-Freaks. Was Kleines nur, aber es ist okay. Damit kann man leben. Und ansonsten kann ich euch, wie gesagt, dieses Spiel nur an den an die Brust legen. Es lohnt sich auf jeden Fall, es macht Spaß und momentan ist sowieso so, dass nichts anderes großartig da ist auch, und selbst wenn, dann hätte ich mir dieses Spiel geholt. Watch Dogs ist auch aktuell erschienen. Ich habe noch ein bisschen Angst davor, die Bewertungen waren jetzt nicht so der absolute krasse Hammer und deshalb weiß ich nicht, ob ich mir das holen werde, aber mal schauen, vielleicht mache ich auch noch ein Video. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und ich hoffe, euch hat das Commentary gefallen. Macht ein bisschen Werbung für mich, seid so gut. Ich glaube, das kann ich auch mal brauchen. Ich will schon ein paar mehr Abonnenten auch erreichen und das Ganze ein bisschen rumtragen. Nicht, weil ich Fame werden will oder so, sondern weil es mir einfach momentan wieder richtig Spaß macht, für euch zu kommentieren. In diesem Sinn, haut rein, Leute, und lasst die Eier baumeln. Bis zum nächsten Mal. Euer Soulskinner. Servus.